So, also vielen, vielen Dank auch der Deutsch-Ukrainischen Akademischen Gesellschaft und der Botschaft der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland für die Einladung sowie auch für die Organisation dieses Treffens. Ich freue mich auch auf die zahlreiche Teilnahme von den Zuhörerinnen und Zuhörern und freue mich auch, bekannte Namen zu sehen. Und auch vielen, vielen Dank, Professor Portnow, für die Moderation. Ich würde dann mit meinem Vortrag anfangen. Ich glaube, das wird ungefähr 40 Minuten dauern. Auf jeden Fall nicht 40 Minuten überschreiten. Heute möchte ich kurz den Eindruck von Berdytschew mit Ihnen teilen und danach ein paar Worte zu meinem Promotionsprojekt sagen und wie Sie das dem Vortragsexposé entnehmen konnten, werde ich zu einem Teilaspekt meiner Promotion sprechen. Ich würde gerne mit privater Information anfangen, beziehungsweise gerne über meine Bekanntschaft mit dieser Stadt erzählen. Also ich habe hier kurz eine Karte eingeblendet, damit auch für die, die vielleicht von der Stadt noch nicht so viel wissen, dass auch Sie einen Eindruck bekommen über die geografische Lage. Vielen Dank der Stiftung Denkmal für die Möglichkeit, diese Karte zu benutzen. Wie Sie sehen, befindet sich Berdytschew in Wolinien, deshalb auch unter anderem Jerusalem von Wolinien genannt. Meine Bekanntschaft mit der Stadt begann im Sommer 2017. Und in der Straße Jewropejska, die bis zum 2014 Karl-Liebknecht-Straße hieß. In dieser zentralen Straße befindet sich die Kinderbibliothek. Die Abschrift in knallroter Schrift informiert Besucher, dass sich im gleichen Haus das Museum des Judentums der Stadt Berdytschew, polnische Raimund-Bibliothek und ein stilisiertes ukrainisches Zimmer befinden. Diese Einrichtungen unter einem Dach scheinen ein Symbol der multiethnischen Vergangenheit, aber zugleich der Gegenwart der Stadt zu sein. Wenn man die Straße weiter entlang geht, kommt man an der katholischen Barbara-Kirche vorbei. Die Gedenktafel an dieser Kirche, die können Sie ganz klein links an der Kirche sehen. Die Gedenktafel erinnert daran, dass Honoré de Balzac in dieser Kirche Evelina Hanska geheiratet hat. Das ist aber nicht die einzige Sehenswürdigkeit, die einen Besucher in dieser Straße interessieren konnte. Das 2018 wieder eröffnete Theater befindet sich in der direkten Nachbarschaft der Barbara-Kirche. Zwar gibt es in Berdytschew heute keine eigene Theatertruppe, doch diese Wiedereröffnung knüpft an die lange Theatergeschichte der Stadt an. Die 1959 mit der Entscheidung der Oblastner Rada in Zhytomyr unterbrochen wurde. Diese Straße scheint eine Brücke in Berdytschews Vergangenheit zu schlagen. Gleichzeitig soll sie aber auch Berdytschews Gegenwart als tolerante, multiethnische Stadt prägen. In diesem Sinne erscheint die Umbenennung dieser Straße von Karl-Liebknecht-Straße in Jewropejska Straße und nicht in Bielopilska Straße, wie sie vor 1919 hieß, und das wäre eigentlich eine neutrale geografische Bezeichnung, ziemlich symbolhaft. Inwieweit dem Exekutivkomitee der Berdytschewer Staatsverwaltung diese Symbolhaftigkeit verständlich war, ist natürlich eine Frage. Das ist das eine Mythos, das heutzutage in der Stadt geprägt wird, nämlich die Stadt als multiethnische. Aber natürlich die andere und viel wichtigere ist Berdytschew als das Zentrum des jüdischen Lebens. Berdytschew, jüdisches Berdytschew. Seit dem 18. Jahrhundert wurde Berdytschew zum wichtigen Zentrum des Hasidismus. In dieser Zeit verfestigt sich sein Ruf als Zentrum des jüdischen Lebens. Berdytschew, eine Kleinstadt in der Zentralukraine, wo sich jüdische, polnische, ukrainische und russische Geschichten verflechten, tut sich unter den anderen Städten dieser Größe und dieser Region hervor. Durch seine Geschichte, aber vor allem durch viele Mythen, die diese Geschichte umhüllen,
durch bekannte Persönlichkeiten, die durch den Zufall hier geboren wurden oder einen Lebensabschnitt verbracht haben. Berdytschew fand Platz in ihrem schriftlichen Nachlass. Über Berdytschew des Anfangs des 20. Jahrhunderts schrieben unter anderem der polnische Schriftsteller und Intellektueller Jerzy Stępkowski und der jüdische Schriftsteller Wladimir Jabotinsky. Entschuldigung, genau, das wollte ich einfach so ein bisschen den Eindruck von der Stadt Anfang des 19. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts geben. Genau, hier blende ich ein Zitat aus seinem autobiografischen Roman. Ich erlaube mir, meine deutsche Übersetzung vorzulesen. Ich habe Berdytschew Anfang des Jahrhunderts besucht. Damals habe ich auf die orthodoxen Träger am Bahnhof getroffen, die besseres Jiddisch als ich selbst gesprochen haben, und in ihrer Sprache ertönte die richtige jüdische Melodie. Sogar damals war es immer noch die jüdische Stadt unter allen ukrainischen Städten. Und mit noch größerer Sicherheit kann man sagen, dass es so in der Kindheit meiner Mutter war. In diesem Zitat möchte ich Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, dass er von den orthodoxen Trägern spricht. Also er spricht jetzt nicht von ukrainischen oder wie man eher damals sagen würde, kleinrussischen oder russischen Träger. Er spricht von den orthodoxen, weil zu diesen Zeiten war die religiöse Angehörigkeit ein wichtiger Identitätsmerkmal jeder Person. Und dazu werde ich nochmal, darauf werde ich nochmal während meines Vortrags kommen, weil diese nationale Kategorie, also die wir kennen, die kam erst im Zuge der Sowjetisierung, und Nationalität wurde auch vor allem in den 20ern also aufkommen. Aber wie gesagt, dazu werde ich nochmal was sagen. Das sowjetische Berdytschew der Vorkriegszeit wird zum Schauplatz der Werke von Wassily Grossman. Friedrich Gorenstein beschreibt den Alltag einer jüdischen Familie in Berdytschew der Nachkriegszeit. Die literarische Verarbeitung des Stadtbildes trägt auch zur Entstehung und Verfestigung des Mythos, von dem ich gesprochen habe, also als eine die jüdischste sozusagen Stadt. Zugleich ist das Wissen über diese Stadt ziemlich gering und von Klischees und Gerüchten geprägt. Bereits 1929 schrieb Wassily Grossman in seinem Essay für die Zeitschrift Ohonyok, die Flamme, einen Essay, Berdytschew nie wschutku, a wsirjos, also schwierig zu übersetzen ins Deutsche, finde ich. Ich wage es zu übersetzen als Berdytschew nicht als Witz, sondern ernst wahrzunehmen. Darüber, dass das Wissen über Berdytschew sich auf Witze über diese Stadt und die Tatsache, dass Honoré de Balzac geheiratet hat, hier beschränkt. Das Essay ist zwar in allen Regeln der sowjetischen Publizistik gehalten und unterzeichnet das friedliche Zusammenleben der arbeitenden Klasse, abgesehen der ethnischen Zugehörigkeit, geht aber explizit auf den jüdischen Mythos dieser Stadt und damit verbundene Vorurteile ein. Ich würde das jetzt nicht vorlesen, also das können Sie jetzt der Folie entnehmen. Der Mythos um diese Stadt hat mich gleich fasziniert, und noch mehr fasziniert es mich, dass es diesen Mythos weiterhin gibt. Ich würde jetzt gerne an dieser Stelle, während wir jetzt in einem Raum, vielleicht Sie fragen, also wie viele von Leuten aus der Ukraine die Stadt auch weiterhin mit der jüdischen Kultur, Religion, Geschichte assoziieren würden. Natürlich ist dieser Mythos nicht unbegründet. Wenn wir uns die Volkszählungen anschauen würden, dann war laut der ersten und letzten Volkszählung in der russländischen Reich über 80% der Einwohner jüdisch, und erst 1939, also erst laut dieser sowjetischen Volkszählung, werden die jüdische Bevölkerung nicht mehr die Mehrheit in der Stadt, sondern da liegen sie bei 38%. An dieser Stelle muss ich aber sagen, dass
Diese Volkszählungen, also die Daten, die wir da entnehmen, muss man natürlich mit Vorsicht genießen. Vor allem auch, weil bei der Volkszählung im russländischen Reich gab es überhaupt nicht die Frage nach der Nationalität, wie ich das auch früher erwähnt habe. An dieser Stelle würde ich das aber jetzt nicht weiter ausbreiten, sondern Sie gerne verweisen auf unser Ukrainian Studies Kolloquium und einen Vortrag genau zu der Problematik dieser dieser Volkszählungen und den Daten, die wir da entnehmen, der dann am 22. Februar stattfindet. Und da wird Olena Palpo zu diesem Thema sprechen. Genau, so ein bisschen Werbung sozusagen. Wie gesagt, also während eigentlich das multiethnische und das jüdische Berditschew viel mehr der Vergangenheit angehören, prägt das sowjetische Berditschew die Gegenwart der Stadt. Mein Promotionsprojekt widmet sich dem sowjetischen Kapitel der Stadtgeschichte und befasst sich mit dem religiösen Leben in Berditschew zwischen 1921 und 1964, wobei unter dem religiösen Leben nicht nur die Riten und Glaubenspraktiken verstanden werden, sondern auch das Verhältnis zwischen dem Staat und den Glaubensgemeinschaften. Meine Arbeit setzt sich mit der Multireligiosität anstelle der Multiethnizität auseinander. Es ist auch anzumerken, dass Berditschew seit dem 18. Jahrhundert wichtig für die Gläubige unterschiedlicher Konfessionen war. Katholiken pilgern sind nach Berditschew wegen der Ikone der Heiligen Maria, die Wunderkräfte haben sollte. Orthodoxe Christen kamen in die Stadt wegen der Ikone des heiligen Nikolaus, Juden besuchten das Grab von Levi Yitzchak. In heutigen Vortrag will ich mich aber auf die sowjetische Religionspolitik in den 1920er und früher 1930er eingehen. Im Falle von Berditschew geht es um die staatliche Politik gegenüber den jüdischen, diversen orthodoxen Gemeinden, also darauf komme ich noch zu sprechen, welche genau, einer römisch-katholischen Gemeinde und der Gemeinde Evangeliums Christen-Baptisten. Wenn wir über die sowjetische Religionspolitik im Allgemeinen sprechen, da kann man zwei Umgangsstrategien mit der Religion feststellen, bei den Bolschewiken meine ich. Und zwar finde ich, Wolfgang Heller nennt sie ziemlich treffend, evolutionistische und interventionalistische Strategie. Bei der evolutionistischen würde man davon ausgehen, dass die Religion im Zuge der sozioökonomischen Veränderungen des Lebensverhältnisse von selbst aussterben sollte und dass keine besonderen Schritte vom Staat benötigt. Im Falle von Interventionalistischen, wie Sie sich das denken können, geht es darum, dass der Staat sich aktiv in der antireligiösen Arbeit beteiligt. Wenn wir die Schriften von Lenin lesen würden, vor allem zu Fragen der Religion und des Sozialismus, würde man eigentlich davon ausgehen, dass es viel mehr um evolutionistische Strategie gehen sollte, die natürlich Propaganda auch nicht ausschließt. Wenn wir aber konkrete Schritte, die die Staatsorgane befolgen, uns anschauen, dann wird es uns klar, dass es eigentlich von Anfang an eine interventionalistische Strategie war. Und natürlich nach dem Tod von Lenin, also wurde sie viel stärker verfolgt. Im Folgenden versuche ich, die Richtlinien der sowjetischen Religionspolitik mit Beispielen aus Berditschew zu schildern und auch einige Fragen aufzuwerfen, die ich vielleicht mit Ihnen auch gerne diskutieren würde. Die rechtliche Grundlage für die staatliche Religionspolitik wurde mit dem uns allen bekannten Dekret des Rats der Volkskommissare über die Trennung der Kirche vom Staat und der Schule von der Kirche vom 23. Januar 1918 geschaffen. Die Religion
sollte aus dem öffentlichen Leben ins Private zurückgedrängt werden, am besten allerdings verschwinden. Was dieses Dekret bedeutete in der Praxis? Es bedeutete, dass die religiösen Gesellschaften, also religiösen Gemeinschaften, nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen sollten. Praktisch bedeutete es, dass für alle Angelegenheiten, die früher die Kirche oder andere religiösen Gemeinschaften übernommen haben, jetzt der Staat antrat. Zum Beispiel, wenn man früher die Geburten, Ehen, alles in der Kirche registrieren lassen konnte, war es jetzt so, dass dafür eine externe zivile Organe geschaffen wurde. Das ist aber bei weitem nicht das Wichtigste. Das ist vielleicht das, was einfach gut zu illustrieren wäre. Was viel wichtiger ist, dass die Religionsgemeinschaften verloren das Recht, juristische Person zu sein. Und somit natürlich konnten sie und durften sie nicht, deshalb Trennung auch von der Schule, durften sie auch nicht mehr die Bildungseinrichtungen betreiben. Nur was zugelassen bis 29 war, war Religionsunterricht im Rahmen der Gemeinde, also in der Kirche selber, obwohl auch das verfolgt wurde. Wenn wir uns die Unterlagen genauer anschauen, gibt es Zapiska, also es gibt schon mehrere Protokolle, dass Leute auch deshalb verhaftet wurden. Und zum Beispiel in Berditschew gibt es so ein Protokoll, von der Befragung vom Pfarrer der römisch-katholischen Kirche, der 27 schon verhaftet wurde. Das heißt, noch vor der Verschärfung der antireligiösen Maßnahmen, das 1929 kam, mit dem Dekret über die religiösen Vereinigungen. Aber hier habe ich ein bisschen einen Sprung gemacht. Ich komme nochmal zurück zu Schulen, weil ich finde das mit den Bildungseinrichtungen sehr wichtig. Wenn wir vorrevolutionäres Russländische Reich uns anschauen, war die Bildung, also vor allem die sogenannten Grundschulen, waren stark in den Händen der Geistlichkeit. Für Berditschew ist es natürlich besonders wichtig, weil das jüdische Bildungssystem war sehr stark ausgeprägt und hatte sehr starke religiöse Elemente. Ab 1918 war es nicht mehr möglich und 1920 wurden tatsächlich alle Schulen, die irgendwie von religiösen Einrichtungen, Institutionen betrieben wurden, geschlossen und das Schulsystem wurde reformiert, wie auch in der ganzen Sowjetunion. Und seitdem gab es einfach ein einheitliches Schulsystem, das aber trotzdem auf die nationalen Fragen einging, so wie im Zuge der Kolonisation. Somit haben wir 1922 in Berditschew 14 Schulen, 6 ukrainische, 4 jüdische, 2 polnische und 2 russische. Dabei möchte ich aber betonen, dass wenn ich sage russische oder ukrainische, heißt das nur, dass der Unterricht in diesen Sprachen gehalten wurde, im Falle von jüdischen Schule in Jiddisch. Das bedeutete praktisch, dass das einheitliche Schulprogramm herrschte, nur in unterschiedlichen Sprachen. Warum ich das so sehr betone? Weil ich finde, das ist auch ein Beispiel dafür, wie die Verschiebung stattfindet von der religiösen Zugehörigkeit von Menschen auf die Verschiebung, also auf diese nationale, aber nach der Form national, in der Form sozialistisch im Sinne, also nach dieser berühmten Formen sozusagen. Es ist aber trotzdem zu betonen, dass einige der religiösen Schulen, die von den Geistlichen betrieben wurden, existierten im Untergrund weiter. Im Falle von Berditschew ist momentan nach jetzigem Forschungsstand ist mir eine solche Schule bekannt, nämlich die jüdische Hochschule Yeshiva, die bis 1938 sogar funktionieren konnte im Untergrund. Genau. Dann würde ich gerne darauf eingehen, dass die Verhältnisse zwischen den Staatsorganen und den Religionsgemeinschaften wurden stark reglementiert.
im Falle von Berdychew wurde immer eine Vereinbarung zwischen der religiösen Gemeinschaft und von der, ich nenne es kurz den vollen Titel von dieser Abteilung, von der Unterabteilung für Kulte der administrativen Abteilung des Exekutivkomitees des Kreises Berdychew, Patadiel Kultov Administrativnego Adiela Berdychewskiego Okružnego Исполнительного Комитета. Das habe ich jetzt einmal gesagt. Danach werde ich immer einfach Unterabteilung für Kulte sagen. Genau, das wurde immer eine Vereinbarung geschlossen, in der ganz genau aufgelistet wurde die Pflichten von der Gemeinde und festgehalten wurde, dass sie nur in die Nutzung bestimmte Gebäude bekommen. Ganz genau wurde aufgelistet, was für Gegenstände sich da drinnen befinden und betont, dass es alles Volkseigentum ist. Und was viel wichtiger ist, es werden immer die Mitglieder der Gemeinden festgehalten. Darauf werde ich nochmal zu sprechen kommen, was natürlich also die staatliche Kontrolle in diesem Bereich verstärkte. Bis Mitte der 1920er Jahre, also bis zur Loyalitätserklärung von Metropoliten Sergei von 1927, war die sowjetische Religionspolitik auf die Schwächung der russisch-orthodoxen Kirche gerichtet. Was natürlich im Falle von Berdychew für uns nicht von so einer großen Bedeutung ist, weil Anfang des 20. Jahrhunderts die Mehrheit der Bevölkerung weiterhin jüdisch war. Trotzdem können wir die sowjetische zentrale Politik gegenüber der orthodoxen Kirche ganz gut am Beispiel dieses Staates auch verfolgen. Warum eben diese Kirche geschwächt werden sollte, weil sie als ein treuer Gefährter des Zarenreiches angesehen wurde. Neben den offensichtlichen Handlungsstrategien wie Verbreitung der antireligiösen Propaganda wurde es auch zu viel interessanteren Mitteln gegriffen, zum Beispiel zur Unterstützung der nationalen kirchlichen Projekte, wie im Falle der ukrainischen autokephalen orthodoxen Kirche. Sie wurde erst durch einen durch die Partei initiierten Synod 1930 aufgelöst, existierte allerdings bis 1937 im Untergrund. Außerdem durch die von der Partei unterstützte, eigentlich eingefädelte Spaltung Raskol und Gründung der lebendigen Kirche. Diese Strategien der Schwächung der Patriarchatskirche lassen sich in Berdychew, wie ich schon gesagt habe, verfolgen. Seit 1917 schloss sich die orthodoxe Gemeinde von Uspenski Sobor der ukrainischen autokephalen Kirche an und 1921 überging die Gemeinde von Mykolaevski Sobor zur lebendigen Kirche und sie blieben bei der Kirche bis 1938, obwohl in der Zeit gab es schon keine Unterstützung seitens der sowjetischen Organe dieser Kirche gegenüber. Außerdem gab es auch zwei Gemeinden der Altgläubigen, deren Kirchen wurden bereits Anfang des 30er Jahre geschlossen, allerdings durch die Erfahrungen, die bereits im russländischen Reich gemacht wurden, konnten die sehr gut im Untergrund weiterhin existieren. Man sollte vielleicht an dieser Stelle betonen, dass die Religionspolitik, wie auch alle anderen Entscheidungen in der Sowjetunion, zentral gesteuert wurde. Das heißt, dass die lokalen Exekutivkomitees haben ihre Handlungen mit der, im Falle von Berdychew, allukrainischen zentralen Exekutivkomitee abgesprochen. Und im Falle, wo die lokalen Organe selber die Entscheidungen getroffen haben und das nicht abgestimmt haben mit dem Zentrum, kam es oft zu den Konflikten. Deshalb gab es in der Religionspolitik eigentlich sehr wenig Spielraum, weil als ich diese Forschung angefangen habe, habe ich mich immer gefragt, wie viel Spielraum haben eigentlich die lokalen Organe? Und wie auch mit allen anderen Entscheidungen in der Sowjetunion gab es da sehr wenig Spielraum. Vielleicht an dieser Stelle würde ich auch kurz nennen, die zwei, eigentlich den einen für die Religionspolitik verantwortliches Organ, das wäre Narkom Pros, Volkskommissariat für die Bildung. Und als Unterabteilung wurde geschaffen Hlav Polit Prosvet,
also Zentralverwaltung für die politische Erziehung, die Propaganda betrieben haben. Zu Propaganda werde ich nochmal kommen, zu antireligiösen Propaganda. Hier möchte ich nur kurz sagen, dass im Falle von Berdici, während in vielen anderen Städten wir tatsächlich sagen können, dass am Anfang die orthodoxe Kirche angegriffen wurde, alle anderen wurden in Ruhe gelassen. Im Falle von Berdici, da die orthodoxe Gemeinde gar nicht so nicht dominant war, kann man sagen, dass eigentlich alle antireligiösen Maßnahmen, die stattfinden, betrafen alle Gemeinden im gleichen Maße. Das ließ, genau, also in Berdic, wenn es die religiösen Gegenstände 1921, 1922 für die Hungernden von dem Exekutivkomitee der Stadt gesammelt wurden, betraf es alle Gotteshäuser. 1929, 1930 im Zuge der Demontage der Kirchenglocken verloren alle Gotteshäuser der Stadt ihre Glocken und sie wurden auf den Wunsch der arbeitenden Klasse für die Zwecke der Industrialisierung verwendet und in der städtischen Fabrik Progress vergossen, wie es auch überall passierte. Mehrere Gotteshäuser, wie auch überall in der Sowjetunion, wurden in den späten 1920er und 1930ern geschlossen, wie die katholische Varvara-Kirche, für andere Zwecke umgewidmet, wie die Choralsynagoge, die zum Club der Gottlosen wurde, in der Zeit einem Zentralorgan der antireligiösen Propaganda. Oder zerstört wie der Uspensky Sobor, und den Uspensky Sobor sehen Sie jetzt auf dem Bild. Dabei war es wichtig, immer diese Inszenierung des Wunsches von der Bevölkerung. Und das wurde immer in der Presse begleitet. Was aber gar nicht gezeigt wurde, also wenn ich versucht habe zu verfolgen, diese Schließungen von der Kirche, von den Gemeinden, Umwidmungen, also als es zu anderen Zwecken verwendet wurde. In den Archiven finden wir auch immer die Anträge, also es werden ja von den Gemeindemitgliedern, die darum bitten, dass es nicht passiert. Natürlich, das wurde nie beleuchtet. Also deshalb sah es so aus, dass es keinen Widerstand gab. Das stimmt aber nicht. In den 20ern und in den 30ern gab es immer von der Seite der Gemeindemitglieder, zwar die unterzeichnet haben, waren nicht viele, aber es gab immer die Versuche, das auch abzuwenden. Genau, also an dieser Stelle würde ich vielleicht noch gerne etwas zu Propaganda, also zu antireligiösen Propaganda sagen. Ich habe schon erwähnt, dass eine sehr wichtige Rolle spielte dabei der Bund der Gottlosen, der auch in Berdice den Sitz hatte und wie auch oft immer in dieser Zeit, also natürlich auch in einem Gotteshaus in der Choralsynagoge. Sehr spannend im Falle von Berdice ist, dass zur zentralen Propagandaeinrichtung wird ein Museum, das 1926 auf dem Territorium des Karmeliterklosters gegründet wurde, also soziohistorisches Museum. Und natürlich 1929, nach dem Vorbild des ersten Museums des Atheismus in Moskau, ins Museum des Atheismus und der Geschichte des Katholizismus umwandelt wurde. Wie die Berichte der Unterabteilung von Kulten zeigen, war dieses Museum gleichzeitig auch ein Ort, an dem an religiösen Feiertagen immer wieder antireligiöse Ausstellungen ausgestellt werden. Es gab auch ein Kino in der ehemaligen Kirche, in der antireligiöse Filme gezeigt werden. Was aber ziemlich symptomatisch ist, wenn man sich anschaut, die Berichte, wie genau organisiert wurden solche Propagandaabende, antireligiöse Abende, waren sie natürlich immer sehr gut vorbereitet und die Leute, die dahin gingen, hatten Pflicht, dahin zu gehen. Wie auch bei vielen anderen Veranstaltungen, also die organisiert wurden. Und die Vorliebe lag natürlich daran, solche Abende an religiösen Feiertagen durchzuführen.
Weil das Spannende ist, dass das Museum wurde gegründet auf dem Territorium des ehemaligen Karmeliterklosters und bis 1931 funktionierte noch ein Gebäude als die Kirche. Und das heißt, dass meistens die Messe fiel zusammen mit so einem Propagandaabend. Hier ist aber trotzdem auch noch ein Aspekt zu erwähnen. Hier sehen Sie den Direktor dieses Museums, Theodosij Movchanivski, der sich sehr stark dafür eingesetzt hat, auch um das Erhalten von vieler religiösen Kultsachen, Gegenstände. Man findet zum Beispiel seine Anträge an die Staatsexekutive mit der Bitte, nicht auf den Friedhöfen zu bauen, weil alle alten Friedhöfe in der Stadt, bis auf einen jüdischen Friedhof, den man auch heute sehen kann, erlagen dem gleichen Schicksal, dass sie wurden entweder überbaut oder zerstört. Und der hat die Expeditionen durchgeführt. Dank seinen Expeditionen haben wir überhaupt Bilder von diesen alten Friedhöfen, also Grabsteinen und auch die Beschreibungen. Tatsächlich nicht so viele Bilder, aber vielmehr die Beschreibung, wie es früher aussah, was für heute sehr wichtig ist. Also höchstwahrscheinlich war natürlich seine Motivation nicht unbedingt, also der Religion zu dienen, sondern Sachen, die kulturellen Wert hatten, zu erhalten. Genau, also das ist im Groben über die Religionspolitik, sowjetische Religionspolitik in Verdeutsche. Wie Sie sehen, kann ich jetzt keine starken Abweichungen von der sowjetischen Religionspolitik, wie sie auch betrieben wurde, feststellen. Sehr spannend finde ich aber eine andere Frage, und nämlich die Frage, weil aus diesen allen sowjetischen Unterlagen können wir nur die genau, also so die sowjetische Religionspolitik entziehen, und man muss auch immer, dadurch wiedergibt man auch sehr oft den sowjetischen Narrativ. Viel interessanter ist es, wie es den gläubigen Menschen ging, weil sogar wenn ich jetzt finde ganz viele Austrittsanträge aus den Gemeinden Ende der 20er, Anfang der 30er und auch von den Geistlichen, das natürlich wurde sehr beliebt auch bei der Presse. Austritte von den Geistlichen werden meistens auch sehr breit beleuchtet als Beispiel, dass man genau, dass man jetzt also zum richtigen Proletarier geworden ist. Was aber viel spannender ist, die Beweggründe von den Menschen, und auch wenn man ausgetreten ist, also ich hatte jetzt schon die Möglichkeit, die Interviews von Shoah Foundation auszuwerten, und die haben immer explizit eine Frage danach gestellt, also inwieweit in den 20er und 30er noch die religiöse Riten in den Familien erhalten wurden. Und da können sich also die Interviewten, das sind Holocaust-Überlebende, die können sich meistens daran erinnern, dass sie zwar nicht mehr die religiöse Riten beigebracht bekommen haben, aber trotzdem, ihre Eltern im Zuhause haben auch die Feiertage begangen und haben versucht, die Riten einzuhalten. Deshalb würde ich für die 20er und den 30er Jahren würde ich schon sagen, dass zwar wird die Religion aus der Öffentlichkeit verdrängt, bleibt sie weiterhin also im privaten Rahmen präsent. Auch in dieser Zeit schaffen die sowjetischen Organe keine Alternativen sozusagen den gewohnten Lebensweisen, weil die Religion war das, was auch den Rahmen geschaffen hat, also für das Leben, für den Alltag, und diese alle Versuche, irgendwelche Massenfeste zu organisieren, diese Filmabende, die haben noch nicht genug Angebot geschaffen. Obwohl, man muss sagen, in Berdichev in den 20ern wurden mehrere Theater eröffnet. Man hat schon sich Mühe gegeben, dieses Gegenangebot zu geben. Genau, also somit komme ich zum Schluss, und diese Frage also bleibt für mich noch offen, und die möchte ich weiterhin erforschen. Was bedeutete es für die Menschen in dieser Zeit?
ein bekennender Christ oder ein bekennender Jude zu sein. Dafür muss ich aber noch weitere Quellen bearbeiten, beziehungsweise auch teilweise Interviews durchführen, weil während ich zu den jüdischen Gemeinden schon relativ viel habe, weiß ich jetzt tatsächlich, also noch, es gibt nicht so viele Quellen, das wurde noch nicht gemacht, beziehungsweise im Rahmen des Projektes Erinnerung bewahren, gibt es einige Interviews und da findet man auch schon so einige Geschichten von orthodoxen Feiertagen oder katholischen, aber da würde ich gerne nochmal so ein Oral History, also so vor Ort machen, obwohl natürlich für die 20er wird es schon sehr schwierig, aber zumindest für die 30er. Genau, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und